Ja, hallo. Ich habe vor kurzem eine Lösung zurückbekommen von einem Bewerber. Und da wollte ich mir was rausgreifen, was ich denke, was generell interessant ist, weil ich hatte darüber vor kurzem auch ein Gespräch mit einem Entwicklerkollegen und habe ihm mal so eine Variante vorgestellt, wie ich das gerne handhabe. Das heißt, mir geht es jetzt gar nicht darum, diese Lösung auseinanderzunehmen. Ganz im Gegenteil, ich möchte zeigen, wie ich das für mich gelöst habe und ich freue mich da dann auch gerne auf Feedback und schauen wir uns das Ganze mal an. Mir geht es rein um die Schnittstelle. Schön ist schon mal hier, ne? Es ist getrennt, über ein Interface abstrahiert. Es wird nie mit der direkten Implementierung gearbeitet, sondern nur über die Abstraktion, dass es auch austauschbar ist. Das ist also schon mal eine schöne Sache. Und zwar geht es hier, Chaccard-Compare, das ist einfach ein Algorithmus, um zwei Strings miteinander zu vergleichen. So, und so ist das Ganze implementiert. Dieses Equal Bound hat derjenige, der mir das abgegeben hat, auch gesagt, das hat er extra gleich mal hier separat hingeschrieben, damit man das später ändern könnte. Im Sinne von, ja, dieses 0,4 sagt zum Beispiel, so und so oft muss es übereinstimmen und so weiter. Und dass man das eben anpassbar macht. So, das Erste, was ich hier sehe, man könnte hier natürlich eine Read-Only oder eine Konstante draus machen. Konstante geht dann nicht mehr, weil ich könnte es nicht mehr von außen setzen. Also eine Konstante ist ja komplett fest, die kann ich nicht aus dem Konstruktor heraus ändern. Bei einer Read-Only-Variable kann ich die noch im Konstruktor ändern. Das ist der ein Unterschied zwischen Read-Only und Konstante. Ein wesentlich wichtiger ist aber, wir sehen auch hier, dass hier zwei Projekte sind, Projekt 1, Projekt 2. Der wesentlich wichtige Unterschied ist, wenn diese Konstante von außen auf diese irgendwie zugegriffen werden würde, dann passiert beim Compile Folgendes. Überall, wo auf diese Konstante zugegriffen wird, wird es hardcodiert in den kompilierten Code reingeschrieben. Das heißt, ich müsste immer, jetzt muss ich gerade mal kurz hier das, Entschuldigung, das lenkt mich jetzt nämlich ab, ich habe hier eine Nachricht bekommen. So, das heißt, ich müsste immer hergehen und alle Projekte neu kompilieren, wenn ich die Konstante ändere, weil es steht ja bei der DLL, hier diese Test-DLL, steht es ja hardcodiert jetzt quasi im kompilierten Code drin. Deswegen verwendet man eigentlich Konstanten nur, wenn es sich wirklich um Zahlen handelt, die sich auf gar keinen Fall ändern können. Also jetzt beispielsweise die Schwerkraftkonstante merke ich mir immer so als Gedankenstütze, die ändert sich ja auf gar keinen Fall und für die Fälle ist es okay, alle anderen Fälle lässt man sein. Dann kann man hier eine Read-Only-Variable draus machen. ReSharper schlägt einem sowas auch schon vor. Das nur mal nebenbei. Viel wichtiger, worum es mir geht, ist, wie kann man jetzt beispielsweise dieses 0,4 änderbar machen. Natürlich kann man mit einer Property arbeiten und dann von außen setzen. Finde ich persönlich immer unschön, das zu machen. Wesentlich schöner fände ich es dann schon über den Konstruktor das Ganze reinzugeben. Dann wird es aber schwierig, wenn man einen IOC-Container verwendet. Geht natürlich auch im IOC-Container, aber sagen wir mal so, man muss dann schon wissen, was beim IOC-Container macht, wie das sinnvoll ist. Aber möglich wäre es dann natürlich auch, dass man hier eine Double Equal Bound und dass man das Ganze setzt. Hier Equal Bound ist gleich Equal Bound. Zack. Dann hat man das Ganze. Die Frage ist für mich hier die Schnittstelle. Ja? Ob die Schnittstelle damit so gut getroffen ist. Das heißt, hier beim Compare gebe ich tatsächlich nur String 1 und String 2. Aber das Setzen von dem Equal Bound mache ich oben. Damit hat auch die Klasse schon einen Zustand, den es behält. Da muss man sich auch überlegen, es kann eventuell in Fällen von der Parallelisierung vielleicht Gift sein. In dem Fall, dass nämlich hier intern irgendwie noch das Equal Bound gesetzt wird aus irgendeinem Grund. Und wenn man dann parallel drauf zugreift, dann kriegt man plötzlich unterschiedliche Ergebnisse raus. Deswegen bin ich auch so ein bisschen Freund von zustandsfrei. Das heißt nicht, dass ich gegen Objektorientierung bin, sondern ich möchte die Objektorientierung quasi ein bisschen ja, gezielter einsetzen. Und zwar, ich habe hier nämlich noch einen zweiten Smell entdeckt. Und zwar ist es hier diese Prüfung auf Null. Da könnte eventuell auch die Prüfung auf String Empty stehen. Und diese Validierung, die finden wir ganz häufig im Code. Und da bin ich immer so am Schauen, wie kann ich denn das Ganze ein bisschen schöner machen, weil ich möchte ja hier im Prinzip die Geschäftslogik sehen. Das geht einfach, es geht mir einfach ein bisschen unter, wenn hier am Anfang immer ganz viel Validierungslogik steht. So, und ein Vorschlag von mir wäre jetzt, man macht daraus ein Objekt, das Ganze nennt sich dann beispielsweise
compare context. Machen wir dann daraus eine Klasse. So, und was braucht die Klasse? Die braucht ein String und das wäre jetzt quasi der Value 1. Ich dupliziere das Ganze, schreibe hier Value 2. So, und jetzt kommt nämlich das, was ich auch finde, das gehört so ein bisschen mit zu dem Kontext, weil, und ich möchte ja auch diesen Status rauskriegen aus der Klasse. Und hier hätte ich jetzt nämlich den Equal Bound reingemacht. Double Equal Bound. So, und jetzt kommt nämlich das, was ich finde, was auch das Schöne daran ist, und jetzt kann man auch die Objektorientierung richtig ausnutzen. Jetzt mache ich einen Konstruktor, übrigens resharpe ctorp erzeugt mir einen Konstruktor, der die Parameter schon gleich mit drin hat. Schade, dass es hier nicht ein private noch draus macht, das könnte man vielleicht mal als Feedback an resharper geben. So, und jetzt kann ich hier drin eben meine Validierung machen, if value 1 gleich null, ich könnte auch noch string empty und so weiter prüfen. Und jetzt könnte man hier machen, throw new argument null exception, ja, value 1 in unserem Fall. Ich möchte jetzt gar nicht viel machen, da kann man natürlich jetzt vernünftige exception messages reinmachen. Und da kommt jetzt auch gleich dazu, warum das hier von Vorteil ist, wenn es auch hier drin steht. Das heißt, ich gebe jetzt hier diesen Kontext rein und dann kann ich mir das hier schon mal komplett sparen. Dann kann ich mir, ich würde jetzt mal hier auch den Equal Bound wegmachen. Und hier mache ich compare context .value 1 compare context .value 2. Übrigens, hier könnte ich dann auch noch Prüfungen reinmachen, wie beispielsweise if value 1 gleich value 2, bla bla bla, ne? Also hier kann man jetzt wesentlich mehr machen, wenn man sich das überlegt, was man hier alles an Prüfungen reinmachen kann, da gibt es schon eine ganze Variante davon. Beispielsweise darf der Equal Bound auch nicht kleiner 0 sein. Und diese Validierung habe ich dann hier komplett drin, wenn man sich überlegt, wie groß die werden könnte, und ich soll das alles hier reinschreiben, das finde ich sehr unangenehm. Ich möchte mich hier auf den Fokus, und zwar auf den Algorithmus konzentrieren oder eben Geschäftslogik, wenn man hier jetzt einen Geschäftsprozess abbildet. Und dann machen wir hier noch compare context equal bound. So, dann sieht das Ganze auch schon übersichtlicher aus. Ich habe den Vorteil, ich habe das hier in ein Objekt gekappt, ich kann das Objekt wiederverwenden. Jetzt haben wir natürlich das Problem, das Interface stimmt nicht, das lasse ich jetzt mal gerade außen vor. Und damit ist die Klasse auch statusfrei. Man könnte auch diesen Delimiter Chars, könnte man natürlich auch jetzt gleich noch hier dranhängen. Was ist noch der weitere Vorteil? Die Schnittstelle wird sich nicht ändern, wenn ich jetzt eben noch einen weiteren Parameter da dran setze. Ja, also diese Schnittstelle ändert sich nicht. Eventuell ändert sich der Konstruktor. Oder wahrscheinlich, wenn man da eben noch was weiteres hinzunimmt. Dann könnte man diesen Delimiter Chars da auch noch mit aufnehmen. Aber ich muss nicht an dieser Stelle was ändern. Ich muss eventuell natürlich in der Implementierung was ändern. Gar keine Frage. Aber ich könnte ja dann das so machen, dass ich das auch intern lasse, und nur wenn auf Compare-Kontext da eine Überschreibung drin ist, dass ich die dann setze. Wie auch immer. Ja, deswegen, das ist der eine Grund. Und jetzt kommen wir zu was wesentlich Wichtigerem, was ich für mich entdeckt habe. Ich finde es wichtig, dass eine Exception da auftritt, wo auch tatsächlich der Fehler produziert wird. Und wenn man sich das anschaut, ein Fehler wäre ja in diesem Fall beispielsweise, wenn Value ungültig ist. Sei es jetzt, weil es null ist, weil String empty, weil Value 1 gleich Value 2, weil Equal Bound kleiner 0 ist und so weiter und so fort, was es da alles geben kann. In unserem Fall würde, also im vorherigen Fall, wie es vorher implementiert war, würde der Fehler in der Compare-Methode auftreten. Die Compare-Methode hat aber gar keinen Fehler verursacht. Sie hat falsche Daten bekommen. Jetzt wäre es für mich eigentlich die richtige Variante, dass der Fehler da auftritt, wo diese Daten generiert werden. Und das ist in der aufrufenden Klasse. Und das hätte ich in diesem Fall nicht gehabt. Wenn ich das so habe, habe ich das. Weil der Aufrufer, der das Checkout Compare aufruft, muss ja die Compare-Kontext-Klasse erzeugen. Und da wird es dann den Fehler schmeißen, wenn er falsche Werte in den Konstruktor reingibt. Also für mich ist das ein bisschen sogar konsequenter ausgelegte Objektorientierung als das, was man vorher hatte. Mit vielen netten Benefits. Und ich bin auch so ein bisschen Fan, die Schnittstelle ein bisschen breiter zu definieren und nicht so stark auf native Datentypen zu gehen.
Ein weiterer Vorteil, der es sein könnte, ist, dass dieser Compare-Kontext, auf dem könnte man jetzt auch die ToString-Methode überschreiben, wenn man also ausgeben will, bei Fehlern oder ja, beim Locken einfach, wenn man hier reingeht und möchte wissen, mit welche Werte man reingegangen ist, dass einfach ein ToString aufgerufen wird. Ja, wenn ich hier jetzt zwei Strings habe, dann kommt da nichts Vernünftiges bei rüber. Hier kann ich genau sagen, indem ich die ToString-Methode überschreibe, um was für Daten hat es sich jetzt gehandelt. Ein weiterer Vorteil ist auch noch, das habe ich auch schon öfters verwendet, ich kann Extension Methods für diesen Datentyp schreiben. Natürlich, String hat auch Extension Methods, ich könnte es dafür auch machen, aber String wird überall verwendet, dann habe ich diese Extension Method wirklich an jedem String dran stehen. Und Compare-Kontext, das wird ja dann schon sehr limitiert für den speziellen Fall verwendet und darauf eine Extension Method zu schreiben, ist dann, sagen wir es mal, einfach ein bisschen annehmlicher, weil dann nicht so viele Extension Methods auftreten. Ja, das ist so mein Ansatz, wie ich das Ganze angehe inzwischen. Ich höre mir da gerne an, wenn es noch bessere Lösungen gibt. Aber ich fahre mit dem, muss ich ehrlich sagen, richtig gut bisher. Eins kann man jetzt natürlich noch einwenden, das Compare-Kontext, das muss ich ja immer noch prüfen, ob es null ist. Ja, das muss ich noch machen. Da kann man aber sich über aspektorientierte Programmierung, wie beispielsweise mit PostSharp, ich glaube ReSharper mit Not Null geht inzwischen teilweise auch, oder die, wie heißen sie, Microsoft bietet das an, diese Contracts-Geschichte, damit kann man dann nicht mal mehr kompilieren, wenn geprüft wird, ob irgendwo im Code schon null drin steht. Das heißt, wenn ich hier einen Aufruf habe, der direkt null übergibt, dann wird es schon beim Kompilieren abbrechen. Und das ist die einzige Prüfung, die ich an der Stelle tatsächlich noch machen müsste, dass man hier keinen null übergibt. Aber auch das lässt sich aus meiner Sicht ja, sehr komfortabel lösen. Ja, Feedback gerne mit in zum Video als Kommentar über die üblichen Channels. Ich werde es auch auf meinem Blog veröffentlichen, da kann man auch gerne mit diskutieren oder über Twitter. Vielleicht hat noch jemand nochmal eine elegantere Lösung oder sagt, er findet diese Lösung nicht so gut aus irgendwelchen Gründen. Und da höre ich mir das auch gerne an. Und heute ist der 20.12. Deswegen wünsche ich schon mal vorab schöne Weihnachten, schöne Feiertage und guten Rutsch ins neue Jahr.